Wir haben erst 2% mehr geschafft. Wir sind immer noch in der Arkham Villa. Heute gespickt mit Spritzen. Oh, hat schon mal Schwein. Das war aber die Stimme von Commissioner Sonstiges im Film. Vergessen. Auch wenigstens nur hier und nicht wieder ganz von vorne.
Na komm, guck doch mal jetzt woanders denn jetzt hier. Was? Du hast versagt. Jetzt leide. Ey, das war so knapp. Das war so knapp. Mazatau. Das war so knapp. Hast du das nicht gesehen? Spring da auch jetzt, du Idiot! Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Für immer. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich locker um 20 Minuten. Weil ich jetzt... Oh. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Okay, wir warten jetzt, bis er erstmal guckt. Alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Ich weiß. Wo soll ich denn da drüben hinspringen? Ach, da hoch! Ah. In den Spalt müssen wir rein und uns dann nach hinten hangeln. Dein Verstand wird wie Glas zersplittern. Zerschmettere mich. Okay. Schön war. Jetzt. Nein, nein, nein! Ich mach dich fertig! Leertaste, runter, nicht nochmal bewegen. Leertaste, ach nee, linke Steuerungstaste. Oh, hi. Was machst du, kleine Fledermaus? Aha, schon wieder. Fliegen so schöne Köpfe weg. Na.
Es gibt kein Entkommen. Das war sauknapp. Jetzt im Sir Glockenturm. Im Büro des Anstaltsleiters eingesperrt. Ich muss sie da rauskriegen. Ach komm. Wortwörtlich, da schneiden wir mal die Glocken ab. Entschuldigung. War das nicht hier die Tür? Dr. Young im Büro des Anstaltsleiters. Wo ist das Büro des Anstaltsleiters? Ach, da hinten. Joa. Jetzt müssen wir nur gucken. Wo gucken wir denn gerade hin? Wir gucken nach da. Wir müssen aber nach da gucken, in die andere Seite. Das heißt also, wir gehen hier drum rum und müssten theopraktisch da rein. Eine Katz-und-Maus-Spiel kann schmerzhaft sein, je nachdem, wer zubeißt. Nein, je nachdem, wer zuerst zubeißt. Oh. Wer war das? Ich. Komm her! Boah. Wow, sag mal. Jetzt aber. Uff, die Schnuss. Oh, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie Sass die gute Frau Doktor schreien ließ, während du dich in Scarecrows Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir. Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir. Ich bin ganz Ohr. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Ist gut jetzt.
Die Maske und die Handschuhe von Catwoman. Okay. Geht nicht. Noch nicht. Apropos, noch nicht. Da fällt mir was ein. Was ist denn hier mit 4800 ein paar zerquetschte? Können wir da nicht was tun? Ja. Nein, können wir nicht. Ich möchte das so gerne haben. Okay, ist noch nicht genug Geld da. Pass auf, die Tür ist nachher zu, hm? Oh nein. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir, bitte, warum hilft Tschüss. Ich kann sie nicht sterben lassen. Ach Mann. Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Na, unverhofft kommt oft. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Alles klar, Mission gescheitert. Und hör mir genau zu. Hör mir genau zu. Hilf mir, bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Dann tu das. Ich weiß, du bist doch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Angst. Schnauze, ihr scheiß Zähne da. Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus. Upgrade. Dreifach Batarang. Bleib stehen, Batman. Ich warne dich. Ja, bleib stehen, Batman. Du willst doch nicht noch mehr Blut an deinen Händen, oder? Ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch. Komm hier nicht irgendwie da rüber? Die Einstellung ist richtig. Mach sie fertig. Ich muss den Mord machen. Ich kann nicht. Warte. Lebt doch darum, abgeschlachtet zu werden. Immerhin Recycling. Gute Nacht. Was? Miss Young. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Nein, tu ich nicht. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Okay, ich muss was finden, damit ich da rechts rüberkomme. Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Also war die Richtung hier hoch doch gar nicht so schlecht. Ich weiß, du bist doch da draußen. Dauert nicht mehr lang. Selbst, was redest du da? Bring sie einfach um! Zieh dir vor! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Keine Angst vor einer kleinen Fledermaus. Weiß ich! Bleib stehen, Batman! Ich warne dich! Ja, bleib stehen, Batman! Du willst doch nicht noch mehr Blut an deine Upgrade? Was ist denn jetzt für ein Upgrade? Haben wir doch schon. Ach nee, den muss man jetzt wiederholen. Nein. Ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch rinnen. Die Einstellung ist richtig. Mach sie fertig. Ich muss den Schiff gehen. Ich kann nicht. Warte. Sie fleht doch darum ab. Rettet Dr. Young im Büro des Anstaltsleiters. Ja genau, wir sind ja im Büro. Alles klar, wir sind drin. Aber... irgendwo... Gute Nacht, Miss Young. Na, unverhofft kommt oft. Wer hätte gedacht, ach, ich hab dass zu lange gebraucht. Mörder die arme nicht kleine schlecht. Ärztin töten würde.
Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Helf mir, bitte. Warum hilft mir denn keiner? Wenn du doch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich muss irgendwie da rüberkommen. Ich weiß, du bist doch da draußen. Es dauert nicht mehr lang. Du hörst ihre Abschiedsmelodie. Sess, was redest du da? Bring sie einfach um. Sie ist jetzt nutzlos. Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicy. Bleib stehen, Batman. Wirf dein Batarang, ohne gesehen zu werden, ja, wenn du hinter einer Ecke stehst. Während du hinter einer Ecke in Deckung bist. Händen, ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und über ihr Fleisch rinnen. Na, unverhofft kommt oft. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Sag mal, komm ich auf der anderen Seite nicht runter? Ein Kinderspiel? Ja, ist ja gut, wenn deine Geige zerschnitten ist, ey. Und dann die Seiten durchgeschnitten. Arschgeige, ist ja schlaf gut jetzt. Schön, Bats. Okay. Bleib, wo du bist, Bats. Ja. Und hör mir genau zu. Also, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen da hoch. Wenn du doch etwas näher kommst. So, dann müssen wir die Zähne hier kaputt machen. Dunkelrot streichen. Dann müssen wir die Zähne kaputt machen. So, jetzt müsste ich irgendwie nach unten kommen. Was redest du da? Bring sie einfach um. Sie ist jetzt nutzlos. Aber wenn ich sie umbringe. Jetzt können wir unser Upgrade holen. Ja. Und speichern können wir jetzt nicht. Vor einer kleinen Fledermaus. Slicy! Bleib stehen, Batman. Ich warte dich. Ja, bleib stehen, Batman. Du willst doch nicht noch mehr Blut an deinen Händen, oder? Ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch rennen. Die Einstellung ist richtig. Mach sie fertig. Ich muss den Mord begehen. Ich kann nicht. Ah! Es geht doch darum, abgeschlachtet zu werden. Na, unverhofft kommt oft. Scheiße. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Also wir sind schon mal in der richtigen Richtung. Das ist schon mal gut. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Seiten durchgeschnitten. Oh, jetzt wird's aber langweilig, ja. Schlaf schön, Bats. Bleib, so, schnell da hoch. Batman. Und hör mir genau zu. Ja. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist doch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Sess, was redest du da? Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicy! Bleib stehen, Batman! Hab ihn! Was macht du jetzt? Monster! Du gemeines, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Arme Dr. Young!
Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs, wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Du ja! Oh ja! Komm schon. Aua! Was? Aua! Warte mal, ich hole erst das Upgrade. Okay, weiter geht's. Oh ja! Sag mal! Joker sagt, er verpasst dir einen Elektroschock! Ist nicht da. Jetzt. Combo K. Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Codesequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Scanne das Büro des Anstaltsleiters, um eine forensische Spur zu isolieren. Erstmal unseren Arsch aufwecken. Oh, shit. Ja. Nun gut. Finde den Anstaltsleiter mit Hilfe seiner DNA. Alt. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Auf alle Fälle gehen wir jetzt hier noch das Fragezeichen holen auf der Seite. Noch was?
Was machst du da? Versuchst du mich fertig zu machen? Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Nein, nochmal. Du wolltest was sagen? Du brauchst nichts sagen. Nicht da durchgehen. Da piept. Er ist hier! Aua! Schon wieder! Wo sind die? Da sind die Abdrücke. Da nicht. Okay. Ich wüsste, wo du bist. Aber das scheint hier zu sein. Der hängt ja immer noch. Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Das ist doch unmöglich! Ah! Dem werden die Beine entfernt und er darf Kaiser Joker Zaubertricks vorführen. So, fertig! Hier kommt die Fledermaus nicht durch! Aber wenn der Joker Batman bremsen wollte, dann würde er den Tunnel ermöglichen. Ist der Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind! Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar. Ich mochte sie noch nie. Du bist falsch. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also bin ich ins Auto rein und habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Hallo! Das wird beben. Oh ja. Beide. Ja. Gott, unser Umhang ist ja total im Arsch mittlerweile. Ach ja, hier waren wir schon. Hier ist der Anstaltsleiter. Es ist wichtig, dass jeder seine Waffen sofort entlädt. Ich empfehle sie direkt in euren... Ich kann es nicht lesen, direkt in euren Kopf zu entladen. Ja, ja. Tachchen!
Wir nehmen erst da oben die. Die da oben nehmen wir. Hey Jungs! Wenn wir nicht festgeschnallt sind, riskierst du nicht so eine Lippe. Hui! Hui! Vorbeigehauen! Du meine Güte! Kumpel! Joker sagt, er verpasst den Elektroschock! Lass uns das beenden. Gleich im Arsch. Jetzt aber nichts fehlt. Wir haben wieder ein bisschen Leben. Gut. So, wir müssen ja da runter. Und jetzt? Ah, wieder da hoch? Haben wir doch. Ja. Was machst du hier? Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als Sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Lieber einen Stehen haben und nicht mehr sitzen können, als einen Sitzen haben und nicht mehr stehen können.